Du hast eben deine erste Schnellreisestation freigeschaltet. Diese sind überall in der Welt verteilt. Jeden dieser Orte kannst du über die Karte im Pausenmenü jetzt sofort erreichen. Ja, super. Wie ist denn der Rückspiegel eingestellt? Was ist denn für ein Rückspiegel, ey? So. Wir sind zurück. Wir haben ein verdächtiges Fahrzeug. Geh zu deinem Arbeitsplatz. Okay. Mocking. Ich weiß gar nicht, warum das Spiel so schlechte Bewertungen hat. Verstehe ich gar nicht. So. Wo ist denn unser Arbeitsplatz? Hier oben irgendwo, ne? Ja, da oben. Müssen wir jetzt noch einen Bericht schreiben? Bitte nicht, ey. Nee, für Berichte schreiben wollte ich eigentlich nicht hier anfangen. So. Hier kannst du deine verdienten Einflusspunkte. Aha. Aktiviere nun das Verkehrssystem. Damit kannst du das vor dir fahrende Fahrzeug. Ah, das kann. Ah. Oho. Guckt mal hier. Oh, guck mal, mobiler Blitzer. Boah, wir können hier voll viele Sachen nachher freischalten, ne? Hier. Ja. Verkehrssystem. Haben wir es freigeschaltet jetzt? Ermöglicht die Abstands- und Geschwindigkeitsmessung während der Fahrt. Ja, voll cool, ne? Ja, Verfolgung wollte ich teilnehmen. Ja, mach ich gleich. Ich wollte erstmal kurz essen. Du kannst auch mal eben zum Einsatz in den Iran. Ja. Ach, Polizeiintuition. Durch Aktivierung dieser Fähigkeit werden wichtige Gegenstände oder Fahrzeuge farblich hervorgehoben. Ah, okay. Wache? Kaffeemaschine? Wir haben hier keine Kaffeemaschine? Uiuiuiui. Ein Helikopter an den Platz? Eieiei. Aber den können wir nicht selber fliegen, ne? Hm. Okay. Aber wir können hier nachher Bodenhaftung freischalten, Blitzer, Sicherungskraftwagen, Zielfahrzeug. Ja, das ist doch super, ne? Was kostet das überhaupt? 3000? Der Sicherungswagen kostet 10.000? Ach, scheiße. Jo. Gut, ich denke mal, wir müssen wechseln zur Nachtschicht. Okay. Tutorial Tageszeiten. Hier kannst du die Tageszeit in der Welt ändern. Ah, cool. Können wir so arbeiten, wenn wir wollen, ne? Nachtschicht. Der Wagen reagiert doch jetzt schon extrem. Finde ich auch. Finde ich auch. So. Steige in den Einsatzwagen. Okay. Let's go. Boah, das sind Zivilkleidung? Na. Ah, hier gibt's einen Hinterausgang. Ach, guck mal, Hans ist auch schon da, ne? Hans Haas hat Bock. Boah, dieses Licht, ne? So. Oh. Wo sollen wir überhaupt hin? Hä? Wir sind da oben auf die Autobahn rauf, ne? Ja. Findet gerade eine Verfolgung statt? Cool. Oh Gott. Hart am Feiern, hart am Feiern. Hart am Feiern. Evil Gueki is Psych 12. Evil Cookie. Derband. May the metal with you. 12? Dann nochmal wieder da. Vielen Dank, Evil Cookie, für den Reshop im 12. Monat. Alter Schede, ey. Danke, Evil Cookie, Mann. Wie geht's dir? Sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, danke. Danke. So. Polizeimatrix Verkehr beeinflussen. Bitte anhalten, wird das vor dir fahrende Fahrzeug angehalten, um eine Verkehrskontrolle zu führen. Außerdem kannst du eine Spur oder gleich die ganze Autobahn sperren. Ja, das ist super. Um die Geschwindigkeit und den Abstand zu messen, den das vor dir fahrende Fahrzeug anhält, musst du es über einen gewissen Zeitraum im angezeigten Bereich halten. Links siehst du, wie viel Prozent der Messung abgeschlossen ist. Für weitere verwertbar mit 100%. Alles klar. So. Jetzt machen wir mal hier Verkehrsmessung. Wir holen jetzt mal den da vorne jetzt hier. Der fährt doch eindeutig zu schnell, oder? Guck mal, seht ihr, wie schnell er fährt? Der rast doch. Verkehrsmessung. Kein Ziel? Ja doch, er hier. Guck mal, dreispurige Autobahn. Und der fährt... Den holen wir jetzt raus, ey. Wow! Alter, was ist denn mit ihm los?
Alter! Der geht ja voll ab, der Typ. Wie dicht müssen wir denn aufhören, um eine Verkehrsmessung zu machen, ey? Ey, guck mal, wir müssen eigentlich 60 Meter Abstand halten, ne? Und wir fahren auf 40 Meter. Bei mir ist auch alles gut. Wir haben gerade das beste Spiel aller Zeiten, spielen wir gerade. Was ist denn mit ihm? Jetzt fährt er 40, 50? Was ist denn mit ihm los, ey? Der ist doch betrunken, oder? So, den ziehen wir jetzt hier mal raus. Passt auf. Signale. Matrix-Anzeige. Bitte folgen. Ja. Du. Alter, was ist denn mit dem... So. Können wir irgendwie nach hinten gucken auch? So. Der hat doch getrunken, oder? Hier, Evil Cookie, guck mal, wir haben die beste, die schönste Frau aller Zeiten erschaffen. Das ist Analyzer Smith. Eines der bestbewertetsten Games auf Steam, ja. Denn, so. Aufgaben einer Verkehrskontrolle. Papier, Alkohol- und Drogenkontrolle. Innenraum- und Kofferraumkontrolle. Dialog mit dem Fahrer. Anzeichen lassen darauf schließen, welche Aktionen durchgeführt werden sollen. Handelst du willkürlich, wird sich das Negative im Abschlussbericht zeigen. Hahaha, Willkür. Als ob es Polizei... Hallo. Ei. So. Guckt ihn euch an. Der ist voll mit Drogen. Ich sag euch das. Zeigen Sie mir bitte Führer- und Fahrzeugschein. Vielen Dank. Ich schaue sie mir direkt mal an. Durch die Papierkontrolle ermittelst du, ob Fahrer, Fahrzeugpapiere und das Fahrzeug übereinstimmen. Du solltest nur überprüfen, was nicht zusammenpasst. Dazu detektierst du die beiden Elemente, die du prüfen möchtest. Eine weiße Linie zeigt dir, dass alles korrekt ist. Eine rote dagegen offenbart eine Diskrepanz. Aha. So. Fahrzeugklasse? Modell. Nee. Moment. Name. Remy. Boah, ja. Und das kontrolliere ich jetzt hier mit dem Namen hier, ne? Ah, Name ist okay. Ja, super, okay. Passbild? Mit, oh, Moment. Nein, 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 nein! Ich wollte nicht raus! Zurück? Ach komm, ich war noch nicht fertig. Haben Sie etwas getrunken? Nein, ich trinke generell nicht. Das glaube ich nicht. Damit korrekt gemessen werden kann, muss der Fahrer gleichmäßig in das Testgerät pusten. Drücke dazu wiederholt A, um den Balken im grünen Bereich zu halten. Alter, jetzt muss ich auch noch hier drücken. Oh. Hä? Ja. Wie fehlgeschlagen. Der hat 4,29 Promille. So muss ich, okay. Puh. Ist in Dortmund nicht auch allein für Copa 11? Ich glaube schon, ja. Der Entwickler kommt aus Dortmund, okay. Der Fahrer ist nicht betrunken. So, Drogen. Haben Sie Drogen oder andere Betäubungsmittel? Sehe ich so aus? Drogen? Doch, Drogen? Ich doch nicht. Drogenschnelltest hier. Ich hab das Gefühl, dass der irgendwas stimmt mit dem nicht. Der Zustand der Person deutet auf Schlafmangel, aber nicht Drogenkonsum. Der Drogentest konnte keine Auffälligkeit bei dieser Person aufdecken. Die Person ist dann... Hä? Ey, die nimmt doch Drogen, oder? Jetzt Software GmbH, okay. Ey, die hat einfach die Pupillen. Muss kein Drogenschnelltest? Was? Okay. Ich verwarne den. Ich muss Sie verwarnen. Sie können nun weiterfahren, aber achten Sie nächstes Mal darauf. Ja. Was? Erste Hilfekasten abgelaufen? Was?
Habe ich jetzt minus XP bekommen? Nee, ne? Okay. Okay. Mittelherz seine Seesbar, ja. Ey, es ist deutsche Premium-Entwicklerarbeit. So, bleiben wir auf der Autobahn, ne? Wo sind die anderen Autos? In der Zeit ist mal kurz hier nochmal Nikotin. Ah, da drüben sind die anderen Autos. Guck mal, die fahren alle auf der anderen Seite. Das muss einem ja auch mal einer sagen, ne? Alles klar, Ellie, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schön, dass du da warst. Samstag geht's auf jeden Fall weiter, ne? Mit, hier, Bums. Wie heißt das Spiel? Bestes Spiel der Welt. Project Cars. So, den ziehen wir hier mal aus dem Verkehr. Oh. Oh ja, da fahren wir hin. Krass. Oh, hier. Ich möchte übernehmen. Annehmen. Ich drück annehmen. Hey, ich wollte annehmen. Dann warum kann ich annehmen? Geht nicht. Da so reingeballert wie mit Editor, ja, das wäre definitiv ein gutes Spiel gewesen. Der Editor hat einfach zu viel gekostet. So, hier. Den ziehen wir jetzt mal raus hier. Signale, Matrix-Anzeige, bitte folgen. Zentrale, bitte kommen. Wagen 2 hier. Guck mal, da, ich sehe schon. Da sind die Scheinwerfer kaputt. Da waren die Kollegen von Cobra 11 schneller, ja. Aufstieg ist blockiert? Ach, der Hans kommt nicht raus. Jetzt müssen wir uns so hinstellen, weil Hans nicht aussteigen kann, ne? Unfassbar. Aber gut. Ey. Vorsicht, Meister. Guck mal hier. Licht kaputt. Mhm. Das sind mir die Liebsten, ja. Versuchen. Fahrtlicht. Lichteffekt. Linker. In Ordnung. Hallo. 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 Dokumenta. Zeigen Sie mir bitte Führer- und Fahrzeugschein. Vielen Dank. Ich schaue sie mir direkt mal an. So, Tim Müller. Hier, der Name ist, passt. Jo. So, Passbild können wir nicht kontrollieren. Fahrzeugklasse. Kontrollieren wir hier mit dem, was er fahren darf. Aha. Aha, der hat nämlich gar keine Fahrerlaubnis, der Gute. Ja. Ups, Entschuldigung. TÜV. TÜV. Soll ich den TÜV überprüfen? Ah, hier. Ah. Ja, aber Jungs. Nummernschild. Also hier das. Nummernschild passt, okay. Aber wie soll ich denn hier den TÜV überprüfen, bitte? Fahreransicht, Heckansicht. Ich kann nur... Wie soll ich denn das TÜV-Datum überprüfen, bitte? Hm. Ich komme vorne zum Schild nicht ran. Ich kann nur zwei Ansichten hier wählen. Aber ich kann... ich kann das Gesicht hier... Das hier kann ich mit dem hier überprüfen. Zack. Fahrer. Passbild. Passbild ist okay. Ja, TÜV ist... TÜV geht nicht. Okay. Jo.
Dokumente, LKW-Papiere. Fracht- und Ruhezeiten. Können Sie Ihren Fahr- und Ruhezeitennachweis sehen? Hier, bitte. Leider stimmt hier etwas nicht. Was? Frachtpapiere, komm. Ihre Frachtpapiere. Hier sind die nötigen Frachtinformationen. Komm, her damit. Sportartikel. Sportartikel, mhm. Okay. Mit Ihren Lichtern stimmt etwas nicht. Oh, das habe ich gar nicht bemerkt. Doch, nö. Nee. Haben Sie Alkohol? Haben Sie etwas getrunken? Nein, ich fahre immer nur nüchtern. Aha. Oh. Ach komm. Ach, das ist doch ein doofer Test hier, ey. Komm, nochmal. Geschafft. Er hat's geschafft. Amazing Maze, hi. TÜV-Datum mit Datum. Achso, warte mal. TÜV-Datum mit Datum oben links. Ah, danke für den Hinweis, Maze. Okay. Ich schau mir die Pupillen mal an. Der Fahrer ist nicht betrunken, okay. Dann machen wir einen Drogentest. Haben Sie Drogen oder andere Betäubungsmittel konsumiert? Natürlich nicht. Oh nein. Nie machen. Echt nicht? Guck mal, ein Drogenschnelltest hier. So. Alter, guck mal, wie rot die Pupillen sind von dem. Alter, der ist richtig drauf, ey. Die geröteten Weisen. Die geröteten Augen weisen in dem Fall nicht auf Drogen hin, sondern eine Allergie. Die Person ist zwar offensichtlich übermüdet. Aber nicht auf Drogen. Die Augenbewegung ist auffällig langsam. Hä? Er ist übermüdet, oder? So. Wir wengen Bußgeld erstmal. Ich muss Ihnen ein Bußgeld verhängen. Ja. 3 von 6. Ah. Fälschlicherweise ein Alkoholtest verlangt. Er wurde fälschlicherweise ein Bußgeld festgesetzt. Ach, der ist hilfreich. Okay. Ladung nicht auf den Papieren. Geringes Profil. Ach Gott. Okay, wir müssen leider mal gucken. Richtig. Okay. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Einführung beendet. Ah, ja, sehr schön. Okay.